Fahrradfahren wird von Jahr zu Jahr moderner und die Menschen geben immer mehr Geld dafür aus. Genau das hat Bicycle als Chance genutzt und sie haben einen Zweitmarkt für Fahrräder gegründet. Mehr erfahre ich jetzt von den Gründern von Bicycle. Bicycle, ein Zweitmarkt für Fahrräder. Aber Theo, jetzt erklär mal genau, wie funktioniert eure Online-Plattform? Ja, wir sind ein Marktplatz für gebrauchte Fahrräder, wie du schon richtig gesagt hast. Und wir sind am Ende der Vermittler zwischen Menschen, die ihr Fahrrad verkaufen möchten oder ein gebrauchtes kaufen möchten. Und wir setzen uns quasi dazwischen und sorgen dafür, dass die Abwicklung einfach ja, sicher funktioniert, entspannt funktioniert. Keine Seite muss sich Sorgen machen, ob irgendwie ein kaputtes Fahrrad ankommt oder ob das Geld wirklich da ist. Das heißt, wir wollen da wirklich einen sehr, sehr smoothen Prozess anbieten. Das heißt, ich verkaufe mein Fahrrad an Person XY und schiffe es als erstes zu euch oder direkt an den Käufer. Im Endeffekt haben wir im Prinzip drei Wege, wie das Fahrrad ankommen kann. Der erste Weg ist, du verkaufst dein Fahrrad an einen Käufer beispielsweise und wir kümmern uns darum, dass das Fahrrad bei dir abgeholt wird, dass es zum Käufer gebracht wird, dass das alles sicher funktioniert und sorgen aber auch dafür, dass du dein Geld bekommst und du dann nicht irgendwie ohne Fahrrad und ohne Geld da sitzt. Das ist der erste Weg. So sind wirklich die meisten Fahrräder auf unserem Marktplatz, die transferiert werden. Es gibt noch einen zweiten Weg, wo der Käufer oder die Käuferin dazu buchen kann und sagt, ich möchte noch mal auf eine Nummer sicher gehen und noch mal von einem Mechaniker das durchgecheckt haben. Dann geht das Fahrrad von dir zu uns. Hier wird es einmal wirklich auf Herz und Nieren geprüft und geht dann an den Käufer oder die Käuferin. Und der letzte Weg, was wir seit ein paar Monaten angefangen haben, dass wir teilweise sogar die Fahrräder selber ankaufen und die dann weiterverkaufen, um dann einfach als gewerblicher Händler auch noch mal zusätzlich Garantien und zusätzliche Sicherheiten anbieten zu können. Du hast vorhin angesprochen, dass sie auch einen Check-up anbietet für Fahrräder. Ist dann die Werkstatt hier mit im Haus? Ja, genau, die Werkstatt ist hier gleich mit in der Location. Der Vincent werkelt eh gerade oben. Schau doch mal hoch. Servus, du musst Vincent sein, oder? Genau, hi. Servus, hi. Und du machst gerade euren Check-up, von dem ich gehört habe? Genau, ich mache gerade den Premium-Check. Wir bieten mittlerweile hier verschiedene Checks an. Das heißt, du kannst quasi für jedes Rad, auch die privat gehandelt werden, immer einen Check dazu buchen. Dann kommt das Rad, bevor es zu dir als Käufer oder Käuferin kommt, nochmal zu uns in die Werkstatt. Wir machen hier eine Inspektion, checken den Antrieb, die Bremse, nochmal alle Schraubverbindungen. Und auch gegebenenfalls halt kleinere Reparaturen, damit das Rad quasi immer so ankommt, wie es auch versprochen wurde, in dem Top-Zustand. Und zusätzlich haben wir mittlerweile sogar auch unsere Ultraschallstation. Das heißt, wir können mittlerweile auch die ganzen Carbonrahmen, die ja doch sehr empfindlich sind, auch verdeckte Beschädigungen, Delamination, Risse und sowas untersuchen. Und das ist, glaube ich, ein Riesenmehrwert, dass du gerade bei privat gehandelten Rädern, klar, ja, wenn die irgendwo aus Europa kommen, sozusagen trotzdem immer das Rad bekommst, was du dir vorstellst. Vincent, ich will dich gar nicht länger stören, weil das Fahrrad muss ja bestimmt noch heute raus. Genau. Danke dir. Sehr gerne. Bis dahin. Ciao. So, ausgestattet bin ich schon mal mit einem Helm und dem richtigen Bike. Und damit mache ich mich ab auf den Weg zur Stadtsparkasse zum Nick. Ich komme gerade von Bicycle. Nick, wie kommst du denn jeden Morgen in die Arbeit? Unterschiedlich, also mal öffentlich und auch ab und zu mit dem Fahrrad, ja. Wie unterstützt die Stadtsparkasse München so Startups, die schon eine gewisse Konkurrenz haben in der Gründungsphase? Jetzt Konkurrenz belebt ja das Geschäft, das ist immer das Erste. Aber klar, wir sind immer interessiert an Startups, auch wenn eine Konkurrenz da ist. Also Tipp von uns ist, die sollen den USP, quasi das Alleinstellungsmerkmal, dahinter klar herausarbeiten. Was möchten sie mit ihrer Dienstleistung anbieten und welche Zielgruppe vor allem möchten sie damit abdecken? Das ist sehr, sehr wichtig. Danke dir, Nick. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche hier in der Stadtsparkasse München. Ja, so machen wir das. Wenn Sie aber noch mehr über Bicycle erfahren wollen, dann hören Sie doch einfach mal rein in Lenas Startups. Das ist ein Podcast, den finden Sie einmal unter www.sskm.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche auch wieder mit dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Servus.